Roberta Fiorito, Co-Moderatorin von Royally Obsessed, ist froh, dass die Sussexes vor den Feiertagen etwas Zeit mit der Familie einplanen konnten und tat dies, so leise und unter dem Radar. Prinz Harry und Meghan haben sich vor den Feiertagen in den Urlaub geschlichen, was für jeden stressig sein kann, sogar für die Royals. Roberta Fiorito von Royally Obsessed sprach in der Folge dieser Woche über ihre Reise nach Costa Rica. Das ganze Jahr über wurde aus der Ecke der Sussexes viel geredet, aber ihr Dezember war so ruhig, sagt Roberta. Trotzdem hörte die Co-Moderatorin von Royally Obsessed von der Reise nach Mittelamerika, die Roberta so süß fand, und sie war froh, dass sie so leise und unter dem Radar davongekommen sind. Roberta erzählt, wie sie von der Reise erfahren hat. Die Sussexes waren so ruhig, aber wir haben die Nachricht erhalten, dass sie vom 14. bis 20. Dezember einen Urlaub in Costa Rica verbracht haben. Einige Zuschauer haben sie entdeckt und ein paar Fotos gemacht. Für chroy.com, eine kostarikanische Zeitung, und ich freue mich einfach für sie, dass sie so unbemerkt davongekommen sind. Die Sussexes verbrachten die Woche in Playa Carillo, während Roberta sagte, und die Kinder waren auch da, was so süß ist. Sie weist auf den Unterschied hin, den ein Jahr bewirken kann, indem sie sagt, ein Großteil unserer Gespräche vom letzten Jahr konzentrierte sich sehr auf Sparen um diese Zeit, ich meine im Dezember, Ende Dezember, wir erwarteten alle Interviews, die damit einhergingen. Es war einfach so ruhig an der Sussex-Front.